Bereits zum 14. Mal trafen sich auf der Naumburger Vogelwiese am vergangenen Wochenende die Freunde von Schätzchen auf 2, 4 oder auch mehr Rädern. Veranstalter waren wie in den Vorjahren die Oldtimer-Freunde Naumburg e.V. Neben Mobilen aus der Vergangenheit konnten sich die Sammler auch mit notwendigen Teilen auf einem Markt eindecken. Neben Modellen aus dem Osten waren aber auch US-Cars, Youngtimer, Schlepper und Trucks zu bestaunen. Mittendrin eine absolute Rarität. Ein aktiver Bäckermeister aus der Nähe von Apolda hatte sich mit einer mobilen Armeebackstube aus Polen auf den Weg in die Domstadt gemacht. Das mussten wir uns natürlich einmal genauer ansehen. Also beim Oldtimer-Treffen in Naumburg, da entdeckt man schon sehr außergewöhnliche Fahrzeuge. Eins hat übrigens der Herr Kassner mitgebracht aus der Nähe von Apolda. Herr Kassner, wenn ich mich hier umschaue, das ist doch eher eine Bäckerei, aber kein Auto. Das ist eine Feldbäckerei von der ehemaligen polnischen Armee. Haben wir uns vor 7, 8 Jahren gekauft, weil ich bin Bäckermeister und habe eine mobile Holzofenbäckerei, wo ich auch jeden Mittwoch in Naumburg auf dem Markt stehe. Und da ist das eigentlich noch ein schönes Hobby dazu. Wie kommt man denn an so ein Fahrzeug? Das ist ja jetzt sicherlich nicht etwas, was es in tausendfacher Auflage irgendwo gegeben hat, ob jetzt in Polen oder bei der ehemaligen NVA. Wie findet man sowas? Das hatte vor etlichen Jahren ein Sammler aus Magneukirchen, der Militärautos sammelt, von Polen nach Deutschland gezogen. Und da sind wir mal ins Gespräch gekommen, da ging das ein paar Wochen hin und her und die wollte er dann verkaufen. Und dann bin ich zu ihm hingefahren und dann ist die Geschichte hier rausgekommen. Und das funktioniert ja auch. Also ich habe gesehen, hier vorne auf Ihrem Tisch, da liegen ja auch Brote. Ja, die Bäckerei, die war niemals benutzt. Die hatte 1200 Kilometer runter, war eigentlich nur zur wirklichen Reserve da, um die Bevölkerung zu versorgen. Und da haben wir das alles wieder gängig gemacht, sind ja ein paar Standschäden dabei und backt tadellos. Also wenn jetzt irgendwann mal, wenn Sie kein Haus mehr haben, wo Sie backen können, dann ziehen Sie über Land oder machen das Brot frisch. Ja, man kann selbst mit der Bäckerei während der Fahrt backen. Bei der Fahrt auch, ja? Sehen Sie mal, wie geht das? Na, man hat hier im LKW ein Notstromaggregat, da wird der Backofen hinten mit verbunden. Und da könnte man hier vorne schon aufarbeiten, in der Zeit, wo hinten während der Fahrt im Backofen das Brot fertig backt. Also, meine Damen und Herren, Sachen gibt's, ja, und die gibt's eigentlich nur hier auf dem Naumburger Oldtimer-Treffen. Ein LKW, der während der Fahrt Brot backt. Tolle Sache. Neben Benzingesprächen kamen auch die vielen Besucher auf ihre Kosten. Zumal einige Modelle nicht mehr so oft auf öffentlichen Straßen zu sehen sind.